Das ist mit Ton, wir wollen ja auch, das können wir an den Ton kommen, wieder weglassen, aber. Zum Glück. Well. Hm. Nee, weil es ist ja irgendwie einleuchtend, ne? Also wir brauchen mehr Material, weil keins nachbauen kann, aber deswegen natürlich auch mehr Personal, obwohl weniger Leute hier sind. Ne? Ja. Also, feuerwehrmäßige Einsätze. Aber dann kommen nochmal 20, 30 Tragehilfen, Rettungsdienst dazu oder dass mein Tier am Strand ist, sei es ein Seehund, ein Wal, was auch immer, Vogel. Ja. Ja. Im Strandbereich und dann sonst viel gibt es ja Essen. Ja, ja, geht natürlich auch. Ja. Wenn du sagst, ich mache mir Wir fangen mal an, gucken wir mal. So, wir sind hier auf Wangerooge mit unserer Bundestagsabgeordneten der Grünen, Katja Keul, und der hoffentlich zukünftigen Bundestagskandidatin Sina Beckmann im Gespräch mit dem allgemeinen Vertreter Malte Golz des Wangerooger Bürgermeisters. Wir haben die Feuerwehr besucht, haben einige Themen. Wir haben uns beschäftigt mit Katastrophenschutz. Katja, was sagst du? Ist die Feuerwehr hier gut aufgestellt für den Katastrophenschutz? Ja, also dank des freiwilligen und ehrenamtlichen Engagements der Inselbewohner ist es tatsächlich gerade noch so zu halten. Das sind natürlich besondere Herausforderungen, das haben wir gesehen. Allein was die Fahrzeuge und das Material betrifft, kann natürlich nicht so schnell Nachschub von woanders geholt werden. Das heißt, es muss hier sowohl mehr Material und deswegen aber auch natürlich mehr Personal proportional vorgehalten werden. Und dass das immer noch hier klappt, dass die Inselbewohner also diesen erhöhten Aufwand tatsächlich ehrenamtlich und freiwillig aufrechterhalten, das ist schon sehr bewundernswert. Herr Golz, ist die Inselwehr dafür gut gerüstet für solche Katastrophen wie Lori Amsterdam? Also die Inselwehr ist für den grundsätzlichen Brandschutz und die technische Hilfe hier sicherlich sehr, sehr gut aufgestellt. Alles, was darüber hinausgeht, Gefahrgutunfälle oder Ähnliches, brauchen wir letztendlich Fachleute und auch Fachmaterial, was derzeit auf dem Festland überwiegend verlastet ist. Auf See letztendlich haben wir das Havariekommando, die Einsätze auch mit dem Material auch übergreifend, auch länderübergreifend koordinieren. Und von Landesseite aus müssen wir Material und Manpower einfliegen lassen, um hier letztendlich die Gefahrenabwehr optimal durchführen zu können. Das heißt ja immer der Kreis, zum Beispiel Kreis Friesland bei uns, sondern die anderen Kreise greifen dann ein und das NLWKN auch. Sina, der Kreis Friesland hat ein Hecklund-Fahrzeug, in Aurich steht eins, in Wittmund steht eins, es gibt noch vom NLWKN Material. Wenn jetzt aber gleichzeitig mehrere Inseln und auch Küstenstandorte womöglich auf dieses ganze Material zugreifen wollen, wie siehst du das? Ja, ich denke, das wird schwierig. Das haben wir heute Nachmittag auch gelernt, dass das einfach zu wenig Material ist, um diese möglichen Havarien, die es geben kann, zu behandeln. Und insofern ist es schon sinnvoll, dass mehr Material hier ist. Das bedeutet natürlich mehr finanzielle Unterstützung, aber eben auch Personal, was diese Maschinen fahren kann, ist ganz besonders wichtig.
Also wir Grünen Wangerooge fordern, ich sag mal, euch beiden gerne dazu auf, dass ihr vielleicht mal mit Herrn Lies redet, ob er wirklich genügend Material hier für uns an der Küste hat. Oder ob das Material, was in Hage steht, nicht auch noch für Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein womöglich sein soll. Das ist mir zumindest zugetragen worden. Wäre ganz lieb, wenn ihr da die Frage mal stellen würdet und beantworten könntet. Wir haben uns den Strand angeguckt, von der Nordseite her. Wir waren bei Neudeich, haben gesehen, dass dort in den letzten 30 Jahren zwei Dünenketten verloren gegangen sind. Ursächlich sehen wir Wangerooge das so, dass das durch Spülmaßnahmen in den 80er Jahren passiert ist. Wir haben ja schon eine kleine Anfrage im Bund gestellt. Katja, was hat Pferdemann eigentlich dazu gesagt? Naja, der Bund bestreitet die Ursächlichkeit dieser Entwicklung, aber letztendlich ist es auch unabhängig von dieser Frage, sollte der Bund hier die Verantwortung übernehmen, weil in Zeiten von steigenden Meeresspiegel und Klimawandel kann es ja nicht sein, dass die Folgen dann sozusagen lokal oder regional aufgefangen werden. Von daher sollte der Bund hier durchaus über neue und kreative Maßnahmen nachdenken, wie zum Beispiel das Aufspülen vom Sand, um hier auch den Küstenschutz langfristig zu gewährleisten. Die Gemeinde Wangerooge ist nicht Eigentümer des Bade- und Burgenstrandes, auch nicht Eigentümer der Strände hier. Nichtsdestotrotz sind wir abhängig als Gemeinde davon, dass hier vernünftiger Küstenschutz betrieben wird. Angesichts steigender Meeresspiegel, Herr Lies hat es ja gestern auch noch mal gesagt, die Deiche müssen auch noch mal um 50 cm erhöht werden, obwohl sie gerade erhöht worden sind. Fühlt die Gemeinde sich für die Zukunft gut gerüstet? Also für die derzeitige nahe Zukunft fühlen wir uns gut gerüstet, auch durch den Deckwerksneubau, der ja in verschiedenen Phasen momentan durchgeführt wird. Wenn hier auch entsprechend der Sand wie im letzten Jahr zu 80% abgetragen wurde, so haben wir fast mit 500.000 Euro hier erneut Sand aufgetragen, was auch eine entsprechende Schutzmaßnahme letztendlich darstellt. Aber letztendlich muss man eventuelle weitere Sandvorspülungen oder andere Konstruktionen einbauen, um letztendlich den Sandabtrag hier zu minimieren. Auch der Kreis Friesland unterstützt die Gemeinde Wangerooge jährlich. Also im letzten Jahr haben wir uns auch, glaube ich, 100.000 Euro, die vom Kreis hier zugeschossen worden ist. Sina, siehst du noch Möglichkeiten, wo uns der Kreis noch weiterhelfen kann, zumindest auch unterstützen kann? Ich denke auf jeden Fall. Wir haben das Thema schon gehabt. Küstenschutz kann nicht alleine nur bei den Inseln bleiben. Und sie können natürlich nicht nur die Kosten dafür übernehmen. Wir wissen auch, wir waren nicht nur am Westende, wir waren auch am Ostende. Da sieht es noch okay aus, aber wir wissen, dort wird die Jade ausgebaggert. Das heißt, die Insel verschwindet auch in diese Richtung. Da ist die Frage, kann da Land und Bund nicht auch eingreifen? Ich weiß, dass es da Diskussionen zu gibt, aber wir müssen da auf jeden Fall in Dialog kommen und es kann nicht an der Kommune Wangerland bzw. an der Gemeinde Wangerooge hängen, da für den Küstenschutz aufzukommen, und deshalb müssen da mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden. Herr Golz, als allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, welche Wünsche hätten Sie denn noch an die Kreistagsabgeordnete, zukünftige Kreistagsabgeordnete Sina Beckmann? Was könnte sie mitnehmen? Ja, ein Wunsch wäre die Verbesserung der notfallmedizinischen Versorgung hier auf der Insel. Wir haben hier zwei Inselärzte, einen Rettungswagen, der 24 Stunden am Tag besetzt ist. Wir sind hier sehr oft abhängig von der Luftrettung, die bei schlechten Wetterlagen lange Vorlaufzeiten hat. Von der Tide her kommen wir hier nicht immer runter mit dem Schiff, sodass wir letztendlich dann auch die Patienten hier teilweise länger zwischenlagern müssen. Es dann aber auch den Rettungswagen, wo sich der Patient befindet, bindet. Es wäre ein Wunsch hier sicherlich, wäre zu prüfen, ob ein zweiter Rettungswagen, der auf der Insel vorhanden ist, zum Beispiel durch ein Rufbereitschaftssystem, hier verlässlich zumindest in der Saison besetzt werden kann. Das heißt, die Kollegen müssen nicht immer ständig auf Wache sein, sondern wie die Freiwillige Feuerwehr mit einem Piepser und dann vielleicht mit einer Vergütungsregelung oder mit einer anderen Regelung abgegolten werden. Das würde die Sicherheit letztendlich für die Bürger von Wangerooge, aber auch die vielen Gäste hier im Sommer erhöhen. Das nehme ich gerne mit. Frau Keul, ja? Sie sind zuständig für Wangerooge mit. Ist ja ein bisschen außergewöhnlich. Wir hatten Oldenburger schon, aber Sie kommen ja ziemlich weit weg. Und jetzt haben wir eine neue Kandidatin, die kommt aus Friesland, die möchte unbedingt im Bundestag. Was raten Sie der denn? Ja, also ich freue mich sehr, dass wir so eine kompetente Kandidatin hier für den Norden gewinnen konnten. Und so gerne ich natürlich auch Wangerooge mitbetreue, umso schöner finde ich es natürlich auch, wenn wir in Zukunft noch mehr Abgeordnete, grüne Abgeordnete aus Niedersachsen sind, sodass wir die Regionen und die Kreise natürlich noch intensiver betreuen können, als das über diese großen Distanzen bislang möglich ist. Also von daher glaube ich, dass hier die Region mit Sina Beckmann im Bundestag hier sehr gut vertreten wäre, die Region und die besonderen Bedürfnisse sehr gut kennt. Sina, du willst im Bundestag? Ja. Ja.
Ja, selbstverständlich. Finde ich gut. Welche Themen hast du, die jetzt für uns im Bundestag hier aus Friesland ganz wichtig sind? Was kannst du für uns im Bundestag bewegen? Also der Wahlkreis 26, das ist ja Friesland, Wittmund und Wilhelmshaven. Wir haben alle Küstenanbindungen, deshalb ist das Thema Küstenschutz, Wattenmeerschutz ein ganz besonderes Anliegen. Deshalb ja auch heute auf der Insel Wangerooge, das passt thematisch sehr gut. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Themen wie die Energiewende, den Ausbau von erneuerbaren Energien bzw. das Repowering. Das muss weiter vorangetrieben werden. Wir sind gut in unserer Region, aber wir können es besser, wir können mehr. Wir haben natürlich auch das Thema Wasserstoffregion bei uns in Friesland, Wilhelmshaven, aber auch mit den Kavernen in Ezel als Kombination. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch Arbeitsplätze schafft. Das geht dann so ein bisschen auch in soziale Gerechtigkeit, weil wir wollen die Menschen ja vor Ort auch halten. Sie sollen nicht abwandern, sondern in unserer schönen Region bleiben. Und das sind sehr wichtige Themen. Und noch ein Herzensthema von mir. Ich bin gelernte Hotelfachfrau, ganz ursprünglich mal. Das heißt, der Tourismus liegt mir sehr am Herzen. Nachhaltiger Tourismus, naturnaher Tourismus. Wir haben jetzt durch Corona gelernt, wie wir auf einmal Urlaub zu schätzen wissen und vor allen Dingen auch eine gesunde, intakte Natur. Das gilt es zu erhalten, gerade auch den Nationalpark Wattenmeer. Und das sind sehr wichtige Themen, die nicht nur für Friesland, Wittmund und Wilhelmshaven wichtig sind, sondern auch fürs Binnenland. Denn wenn wir keinen guten Küstenschutz machen, dann können wir das Binnenland auch nicht schützen. Damit fängt eigentlich alles an.